Herzlich willkommen zu diesem Video, wo wir uns mit der tokenbasierten Authentisierung auseinandersetzen wollen. Und zwar haben wir in unserer Aufgabenstellung ein Problem, und zwar wollen wir ein Fremd-API aufrufen. Normalerweise muss man sich im Internet bei Fremd-APIs authentifizieren, also sich als Benutzer zu erkennen geben. Manchmal kostet das ja auch Geld, dass Sie zum Beispiel beim Zugriff auf Google Maps was bezahlen müssen, und dann werden diese APIs nur authentifizierten Benutzern zur Verfügung gestellt. Jetzt sollte man sich nicht immer einloggen und wieder ausloggen und so weiter, sondern das kann man geschickter machen, und zwar mit so einem sogenannten Zugriffstoken. Also im Prinzip eine Art generierter Schlüssel, ein kleines Geheimnis, was der Client hat und wo der Server prüfen kann, ist der Client der er vorgibt zu sein. Und man kann noch zusätzliche Informationen dran tun an dieses Token, und das werden wir gleich sehen am Beispiel JWT. Das Video, was Sie sehen werden, ist aufgezeichnet im letzten Jahr auf der Basis der letzten Aufgabenstellung. Da gab es auch so einen Fremdservice, den wir integriert haben. Dieses Jahr haben wir einen anderen Fremdservice. Das heißt, die ganzen URLs, die Sie sehen werden, sind natürlich nicht mehr gültig, sondern Sie müssen es natürlich analog auf die aktuelle Aufgabenstellung übertragen. Grundsätzlich wird vorgestellt, wie Sie einen JWT-Token beschaffen über dieses Zugriffs-API und wie Sie dann mit dem JWT-Token als sogenanntes Bearer-Token dann die eigentlichen HTTP-Aufrufe machen können. Viel Spaß mit dem Video. Große Preisfrage: Was ist JWT eigentlich? JWT ist jetzt erstmal ein Datenformat mit drei Abteilungen, und das Gute bei JWT ist, dass das unterschrieben ist, sodass sozusagen durch die Unterschrift die Integrität des Inhaltes geschützt ist. Und was der Inhalt ist, schauen wir uns jetzt an. Also, das Ganze besteht aus einem Header. Ich kreisel das hier mal mit der Maus ein. Wir haben hier einen Header, wo im Grunde nur drin steht, was ist sozusagen das Unterschriftsverfahren. Das ist hier HS256 und der Typ ist JWT. Also, das heißt, das deutet an, wo dieses ganze, dieser JSON-String, den wir da haben, hingehört. Die zweite Abteilung ist dann der Payload. Da schreiben wir rein, wem gehört das Ganze, oder Username zum Beispiel, was darf denn der so, wann expired das Token. Vielleicht schreiben wir weitere Berechtigungen rein, sowas wie Volumenlizenz oder Einzellizenz. Also wir können im Grunde all das, was wir so zum Zugriffsschutz brauchen, also nicht nur Nutzername, Passwort oder sowas, sondern tatsächlich auch Rechte auf Datenzugriff oder auf Zugriff anderer Ressourcen, können wir da in diesem Payload reinschreiben. Das ist nicht normiert oder nicht genau normiert, was da alles drin zu stehen hat. Also kann man allgemein sagen, da ist ein Haufen Claims drin, die der Tokenbesitzer sozusagen in Anspruch nehmen kann. Und zum Schluss enthält das JWT-Token noch eine Art digitale Signatur. Das sehen Sie hier unten in hellblau. Und diese digitale Signatur sorgt dafür, dass die Integrität von dem oberen Teil nicht beschädigt wird. Das machen Sie typischerweise darüber, dass Sie einen Hashcode ausrechnen von allen relevanten Daten. Jetzt könnte man natürlich einfach einen neuen Hashcode dran kleben und somit sich sozusagen selber die Identität geben. Und deswegen wird dieser Hashcode noch mit einem Secret geschützt. Das ist also ein Wert, den sich der Server ausdenkt und den nur der Server kennt. Und der wird sozusagen mit in den Hashcode reingerechnet, sodass kein Dritter einen gefälschten Hashcode herstellen kann. Das heißt, der Hashcode hier als digitale Unterschrift wird erstellt aus dem oberen Teil in Base64 codiert, dem mittleren Teil in Base64 codiert und dem Secret. Und darauf macht er sozusagen einen SHA-Hashcode mit 256 Bit. So, das heißt, dann haben wir sozusagen mal besprochen, wie so ein JWT-Token aussieht. Was wir jetzt anschauen müssen, ist natürlich, wie komme ich jetzt zu so einem JWT-Token. Das interessiert Sie ja auch, weil Sie aufs API zugreifen wollen. Also grundsätzlich greift der Client auf, meistens ist es gemacht mit so einem mit so einer Authenticate-Erweiterung, also dass man einfach einen Pfad hat, Authenticate, da schickt man Post-Request hin, und so wie Sie es in der Aufgabenstellung sehen, schicken Sie einfach da irgendein S-Inf-Seiersülz plus das Passwort vom Thomas hin. Und der Server reagiert dann darauf, dass er guckt, naja, kennt er den Benutzer und das Passwort, also ist das valide, also setzt das voraus, dass es eine gewisse Nutzerverwaltung auf Serverseite gibt, wo der Benutzer auch schon bekannt ist. Und wenn der Benutzer bekannt ist, dann kriegt er vom Server dieses JWT-Token zurück. Das JWT-Token ist letzten Endes ein großer String.
Wenn Sie diesen String haben, dann können Sie sozusagen in jedem weiteren Request unter dem Header-Parameter Authenticate mit dem Vorwort Bearer dieses JWT-Token dran kleben und dann kann jedes Mal der Server gucken, hat der Benutzer noch die Berechtigung oder nicht. Also dieses JWT-Token ist in gewisser Weise ihr Ausweis und in dem JWT-Token stehen auch die Dinge drin, die sie dürfen. So kann man es zumindest implementieren. Das heißt also, wenn Sie dem Server dann in der zweiten Anfrage an irgendein API dieses Token geschickt haben, kann der Server sozusagen dieses Token verifizieren. Er ist ja der Einzige auch, der das Passwort kennt oder das Secret kennt für die Unterschrift vom JWT-Token. Also hat er sozusagen eine Integritätsgarantie davon. Und wenn das die Prüfung erfolgreich war, dann schickt er ihn halt als Response zurück. So, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an mit dem API von Thomas. Das Tool zeige ich Ihnen gleich noch. Das heißt, der Herr Milton hat ja hier eine URL bereitgestellt, HTTPS, VVDemo Mail, Service Provider, Azure Web Services und so weiter. Und Sie haben ja hier eine umfangreiche API-Doku auch von ihm gekriegt, um entsprechend die Aufgabenstellung zu bearbeiten. Wenn ich jetzt hier versuche, eins von diesen APIs aufzurufen, das mache ich mal mit dem Postman. Das heißt, ich kriege API V1 Account. Ich klebe das hier mal rein. API V1 Account. Wenn ich das hinschicke, gibt er mir jetzt hier ein 401 Unauthorized. Das heißt, wenn Sie das Basic-Aus-Kapitel angeschaut haben, wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, dass man Ihnen so ein Login-Screen schickt. Beziehungsweise jetzt erwartet er natürlich, dass er irgendwelche Credentials kriegt von ihm. So, und die müssen wir uns jetzt beschaffen. Das heißt, was wir jetzt versuchen werden, ist uns zu authentifizieren am Server. Das heißt, wir brauchen dazu das API aus der Aufgabenstellung, das heißt API V1 statt Account Authenticate. Und was der jetzt von uns erwartet, ist im Request Body, ich mache hier mal RAW, dass wir freie Hand haben, erwartet, das tippe ich das hier einfach mal ab. Das heißt, der erwartet von uns Username ist inf begehrt von mir aus, Komma, Passwort ist VVSS20. So, jetzt haben wir sozusagen hier die Credentials, die der Server gerne von uns hätte. Und das schicke ich ihm im Body mit. Jetzt stellen wir sicher, dass der das frisst. Das heißt, erstens kriegt er das als Post-Request. Also das ist der Klassiker, dass sie das Authenticate per Post-Request schicken. Und jetzt gucken wir im Header nochmal schnell nach. Was brauchen wir da? Die sagen, Content-Type ist Content-Type. Nur, dass wir sicher sind, dass er das da völlig frisst. Ist Application JSON. Ne, nicht ECMAScript. JSON. So. Sonst accept, sonst ist alles prima. Das heißt, jetzt können wir versuchen, uns mal zu authentifizieren an dem Service. Send mit etwas Glück. So, Sie sehen, ich habe jetzt hier 200 OK zurückgekriegt und im Body dieses EY sei es willst, das ist jetzt dieses wunderbare JWT-Token, was Thomas jetzt auf seinem Server generiert hat. Wir schauen uns das Ding nochmal im Detail an. Ich kopiere das jetzt hier mal in so ein JWT-Token-Tool. Das kleben wir hier mal hin. Und wenn er sich das mal anschaut, da sehe ich jetzt hier das ist jetzt so der Inhalt des JWT.io, ist sozusagen eine Webseite von den Erfindern von JWT oder von Leuten, die damit eng zu tun haben. Ich sehe jetzt hier also wirklich Signaturverfahren, ist wieder dieses HMAC, ist ein JWT-Token, Unique Name ist sinfgert, das habe ich ja gerade eingegeben. Und ich habe jetzt hier ein Expire Date, das heißt, ich kann das Token jetzt eine gewisse Zeit lang nutzen, aber nicht ewig. Was NBF und IAT ist, weiß ich jetzt gerade spontan nicht. Und das Ganze ist sozusagen verschlüsselt mit einem Secret, das sich der Thomas ausgedacht hat. Also das heißt, Sie sehen aber, was der Thomas hier generiert hat, ist jetzt erstmal ein vernünftiges Bearer Token. Und jetzt können wir anfangen, mal Thomas API aufzurufen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal API V1 Account und nehme jetzt das Token, was der Thomas generiert hat. So, also das heißt, ich kopiere nochmal das Token, Ctrl-C, und jetzt nehmen wir mal eins von seinen APIs. Ich nehme API V1, ich glaube, Account war das.
Und was ich jetzt machen muss, ist, muss ich hier bei Authorization, das ist sozusagen eigentlich eine Eingabehilfe, da kann ich hier sagen Bearer Token und dann klebe ich hier mein das gerade generierte Token hin. Und wenn ich das jetzt sende, müsste eigentlich Unknown immerhin. Achso, jetzt habe ich einen Post-Request gemacht. Jetzt hat er hier einen erzeugt. Sekunde, jetzt machen wir einen Get-Request. Und Sie sehen, jetzt gibt er mir hier alle möglichen Sachen zurück. Also ich wiederhole nochmal, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe über Authorization in Postman das Token eingetragen. Das ist ein Bearer-Token. Das ist nur eine Eingabehilfe. Wie gesagt, der Postman macht, was jetzt eigentlich zählt, ist der Header-Parameter Authorization. Und dieses Bearer ist wichtig. Vorweg, Bearer Space, und dann kommt das Ding, was uns Thomas geschickt hat. Und dieses Bearer im Header, das ist sozusagen jetzt unsere Eintrittskarte für die weiteren API-Aufrufe am Server. Sozusagen mit dem Ausweis kommen wir jetzt immer durch. Das heißt, Sie haben ein zweischrittiges Verfahren gesehen. Ich autorisiere mich beim authentisiere mich beim Server, kriege einen JWT-Token. Und mit dem Token in jedem HTTP-Header kann ich mich dann für die weiteren API-Calls ausweisen. Das macht die Kommunikation natürlich deutlich einfacher. So, das war es jetzt bis hierhin und in den nächsten Videos geht es jetzt auch darum, wie programmiere ich das jetzt eigentlich mit diesem Bearer-Token und wie programmiere ich API-Aufrufe im Allgemeinen. Dazu schulde ich Ihnen noch ein, zwei Videos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.